Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Es ist keine Prognose, wie es jetzt hier steht oder wie es vielleicht sogar heißt. Nein, es ist die Hallenmeisterschaft, die vierte schon. Die letzten drei Jahre gab es das immer und ja, warum nicht auch dieses Jahr? Ich habe es aber diesmal ein bisschen kleiner gehalten. Auch nur 12 Mannschaften, 3 Gruppen, das lässt sich einfach so am besten machen. Ganz kurz zum Modus. Wir haben 3 Vierergruppen, die ersten beiden aus der Gruppe kommen am Ende auf jeden Fall weiter und 2 der Gruppendritten kommen dann noch weiter. Da scheidet dann nur der Schlechteste aus. Das heißt, viele Mannschaften haben die Möglichkeit, noch zumindest das Viertelfinale zu spielen. Naja, und dann geht's weiter. Wie die Gruppenzusammenstellung, also wie das zustande gekommen ist, will ich eigentlich gar nicht viel Worte drüber verlieren. Es ist so, ich habe es jetzt so zusammengestellt. Ich finde, das ist okay, das ist ausgewogen. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Reinschalten. Ich weiß, es gab in letzter Zeit nicht so viel von mir zu hören. Ich hoffe trotzdem, dass euch diese Hallenmeisterschaft zumindest ein bisschen unterhalten kann. Ich bedanke mich herzlich fürs Reinschalten und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Es geht los mit Gruppe A. Und damit beginnt die vierte Hallenmeisterschaft der Fußball-Bundesliga. Auftakt Bayern gegen Union. Bayern in Rot auf dem kleinen Feld erstmal mit gutem Fußball. De Ligt hat die erste Chance, Renault kann parieren. Die Szene läuft aber weiter. Bayern setzt sich vorne fest. Mané fällt der Ball vor die Füße. 1-0 für die Bayern. Sind ja auch wieder in der Bundesliga-Tabellenführer. Manch einer hatte schon was ganz anderes prophezeit. Da sind wir weit von entfernt. Aber zumindest dieses Turnier bislang eben dreimal stattgefunden und kein einziges Mal konnte Bayern sich den Titel holen. Das sollte dieses Jahr vielleicht anders werden. Aber Bayern schafft es erstmal weiterhin zumindest den Favoritenstatus aufrechtzuerhalten und Musiala im zweiten, dritten Nachfassen dann auch mit dem nächsten Tor. 2-0 Bayern. Union Berlin hatte auch die ein oder andere kleine Chance, wir hatten sie gesehen, aber am Ende hatte Bayern doch das Glück auf seiner Seite. 2-0 zur Pause, relativ deutliche Angelegenheit, aber zumindest 3 Minuten blieben ja Union Berlin noch das Ganze wieder umzubiegen. Halbe Minute gerade gespielt, Bayern machte weiter, wollte nichts anbrennen lassen. Noch ein Nachlegen, Pavard und Musiala, traumhaft per Seitfallzieher zum 3-0. Die Entscheidung natürlich knapp eine Minute vor dem Ende. Pavard mit der Flanke und Musiala ansatzlos. Doch Union Berlin konnte sich auch nochmal melden. Diogo Leit mit dem 3-1. Ja, am Ende vielleicht auch das Torverhältnis entscheidend in dieser Vierergruppe, in der die besten zwei sowieso weiterkommen und der beste Gruppendritte oder 2 der besten Gruppendritten. 3-1 für Bayern, deutlich verdient. Spiel Nummer 2 in Gruppe A. Werder Bremen gegen Hertha BSC. Beide Mannschaften noch nicht mit sonderlich viel Erfolg in diesem Wettbewerb. Das sollte anders werden in diesem Jahr. Werder Bremen mit der ersten Chance zeigt gleich, wer ja, das hier zum Heimspiel machen will, obwohl es ja eigentlich in Berlin stattfindet. Die Hertha im Hintertreffen, 1-0 Werder Bremen. Guter Auftakt der Grün-Weißen. Die Hertha fremdelt hier noch so ein wenig mit dem Hallenboden. Aber dann auch mal mit der Chance auf dem kleinen Feld muss man eigentlich auch zu Chancen kommen. Ist fast unmöglich, da keine herauszuspielen. Aber Glück hatten sie eben auch noch nicht. 1-0 zur Pause für Bremen. Werder Bremen spielte sich gut durch. Stark hat das Auge, kommt aber nicht an. Der Ball trotzdem nochmal Werder Bremen im Ballbesitz. Stark scheitert aber. Minute noch zu spielen. Hertha probierte viel, schaffte es aber nicht. Auf der anderen Seite dann Stark mit dem 2-0 der Ex-Herthaner. Das ist die Geschichte dazu. Klarer Sieg für Werder Bremen. Die Hertha einfach zu schwach. Gruppe B, Frankfurt und Dortmund treffen aufeinander. Und die beiden Mannschaften haben in dieser Bundesliga-Saison schon ein Spiel hinter sich, das durchaus für Aufsehen sorgte. Das soll hier erstmal vergessen werden. Und Frankfurt in den roten Trikots hatte da wieder Gutmachung zu betreiben.
machte es auch gut. Dortmund dann aber mit dem Ballgewinn, dann geht es schnell nach vorne. Logisch bei einem kleinen Feld, aber so richtig erfolgreich war es noch nicht. Frankfurt machte aber gut mit. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Alario findet einen Dicker, der aber scheitert an Kobel. So zur Pause erstmal 0:0. Zweiter Durchgang gerade begonnen. Ein paar Sekunden alt und da macht Hummels das 1:0. Konnte sich ja ausruhen, war nicht bei der WM dabei. Hatte andere Termine, aber das war ihm wohl egal. 1:0 hier für Dortmund zu Beginn der zweiten Halbzeit. Frankfurt wollte schnell antworten, kam auch zu dieser Chance, aber das sollte nicht sein. Und eben nicht ein Dicker gewesen mit dem Schuss in der ersten Halbzeit, sondern Touré. Da muss man sich hier auch als Kommentator mal entschuldigen. Aber es war am Ende egal. Dortmund gewinnt knapp, aber nicht unverdient mit 1:0. Die Gruppe B komplett machen Leverkusen und Stuttgart. Leverkusen favorisiert in der Bundesliga, läuft so lala. Der VfB Stuttgart ist auch nicht unbedingt auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft, hatte hier aber früh die erste Chance. Lunev im Tor bei Leverkusen. In der Halle ist einfach alles erlaubt. Aber er war viel beschäftigt, konnte aber auch die Bälle dann halten und rausholen. 0:0 zur Pause, Leverkusen nach vorne. Erstaunlich schwach, die haben doch eigentlich die spielerische Qualität, aber es sollte noch nicht so recht was werden. Jetzt mal mit Schick, aber das ist fahrlässig gelupft. So wird es natürlich nichts. Stuttgart immer wach, Stuttgart immer dran. Mavropanos quer zu Pfeiffer und der findet Joscha Wagnermann. 1:0 Stuttgart, Mitte der zweiten Hälfte. Das war schon gut und stark gespielt, da dann sogar Lunev mal ohne Chance. Fehlstart für Leverkusen? Fragezeichen. Es sah danach aus. Stuttgart machte es gut. Aber das 2:0. Es wollte noch nicht fallen. Lunev diesmal wieder mit einer guten Parade. Die letzten Sekunden laufen und Leverkusen hatte nochmal eine Chance. Mit Tapsoba, aber direkt auf Müller. Und dann war Schluss. Die letzte Szene des Spiels. Stuttgart gewinnt 1:0 gegen Leverkusen. Gruppe C, Freiburg gegen Gladbach in der Liga. Freiburg ja recht deutlich vor Gladbach in der Tabelle. Allerdings, das darf man nicht vergessen, Borussia Mönchengladbach hat diesen Titel, die Hallenmeisterschaften, schon einmal tragen dürfen. Im Jahr 2020, 2021 hatte sich die Fohlenelf das Ding gekrallt. Freiburg aber leichter Geheimfavorit und hier hatten sie eine richtig gute Möglichkeit durch Petersen zweimal, aber er schaffte es nicht. Dann der Ball, aber doch drin. 1:0 Freiburg, nachdem sie sich da vorne festgetackert hatten. Und am Ende haben sie dann auch Erfolg gehabt. Sommer etwas orientierungslos. Noch 10 Sekunden zu spielen im ersten Abschnitt. Netz gegen Flecken bekommt den Ball wieder. Was für ein Abwehrbock. Das freut die Fohlen natürlich. 1:1 noch vorm Seitenwechsel. Dann konnte man einmal kurz durchatmen, was Kühles zu trinken und dann ging es weiter mit den zweiten 3 Minuten. Netz und Kone, der zaubert ein bisschen. Flecken mit einer Glanzparade, richtig gute Reaktion, verhindert, dass Gladbach das Spiel dreht. Gladbach jetzt aber deutlich besser. Kone legt sich den selber hoch, will dann da zum Seitfallzieher. Aber Petersen verhindert das und es war am Ende brotlose Kunst. Letzte Minute läuft. Noch einmal Gladbach und jetzt war er drin. Schön gemacht. In die Mitte gelupft von Player. Da ist Kone. Der hat eine starke Schusstechnik. Flecken wird die Sicht noch genommen. Und so steht es am Ende 2:1 für Gladbach. Nicht unverdient. Stark gedreht. Köln gegen Schalke, das letzte Spiel am ersten Spieltag, das letzte Spiel auch in Gruppe C. Damit ist das Turnier dann komplett. Köln machte
den Anfang mit Schmitz. Tigges haut den Ball erst noch deutlich daneben, aber Benno Schmitz, der rechte Verteidiger auf dem Großfeld natürlich, zeigt dann seine Vollstreckerqualitäten. Tigges ja mit dieser Vorlage war natürlich nicht gewollt, aber da wird das dann auch mal zur Tugend. Und Köln richtig gut. Schalke so lala unterwegs. Es war nicht gut, was Königsblau machte. Steht ja auch in der Bundesliga auf Tabellenrang 18, wenngleich zuletzt eine leichte Tendenz nach oben zu sehen war. Hier läuft es auch nicht so grandios. Dann aber doch das Tor. Tobias Mohr nimmt den Abpraller auf und wuchtet ihn rein. Vorbei an Timo Horn in der Halle. Darf er dann doch ran, der Timo Horn. Brachte aber auch nichts. Karaman mit dem 2-1. Schalke dreht das Spiel. Die Kölner noch so souverän im ersten Durchgang jetzt im Rückstand. Gaben sich aber noch nicht geschlagen. Keine 30 Sekunden mehr zu spielen. Kilian liegt quer und Adamian mit Wucht in den Knick. So muss man es ja in der Halle auch machen, sonst geht er meistens nicht rein. Schön gemacht. Endstand 2-2, unentschieden. Geht so in Ordnung. Jo, das war Spieltag Nummer 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.